Moinsen, hier bin ich wieder, mitten in der Klapse, bei meinem lieben Dolfo, alias Adolf Hitler. Nichts ist so herrlich wie der Anblick von Bomben im bayerischen Nachthimmel. Ich liebe den Geruch von Kordit und Schießpulver am Morgen. So am Ende der Typ. Vor allem, wie viele Sprüche der hat, Mann, ich kann die ganze Zeit mit ihm reden. Ich habe die Theorien über Zeitreisen von Herrn Jenkins gehört. Ich bin überzeugt, dass er etwas im Schilde führt und habe die führenden Reichswissenschaftler darauf angesetzt. Wir werden den Sieg voraussichtlich vergangenen Donnerstag erringen. Ich könnte mich den ganzen Tag mit ihm unterhalten, aber das wird sonst hier ein bisschen zu langweilig, ne? Ich guck noch mal, was die anderen, wer die anderen so sind und dann. Okay, der redet gar nicht, der ist einfach. Ja, genau, flieg. Ja. Alles klar, damit ich das. Ich habe schon ein Nickerchen gemacht. Tony, bitte sag mir, dass du weißt, was zur Hölle hier passiert. Lima-Bohnen sind Spione. Scheiße. Ja, Lima Bones sind Spion. Larry, George, meine ganzen Bros. Wie geht's? Du solltest Hallo zu Johnny sagen. Komm einfach vorbei, wenn du was brauchst. Wieso spiel... Unterhältst du dich nicht mit den anderen? Hey, Jackie. Hey, Jackie, ich hab dieses Ding, das du wolltest. Ist groß. Rede mit mir, Johnny. Was ist das hier? Ein Trick der Finsternis? Das habe ich ihnen gesagt, aber sie haben mir nicht geglaubt. Die haben schmerzende Handgelenke von den ganzen Computern. Ich habe versucht, eine Rakete hier reinzubekommen, aber sie war zu groß. Deshalb gehe ich nicht mehr raus. Johnny, du musst mir helfen, Jenny hier rauszuholen. Glaubst du, dass hinter allem ein Geheimnis steckt, Jackie? Es ist Dienstag. Nimm einfach deine Medizin, dann gibt's Hackbraten. Verdammt! Okay. Ich fühle mich nicht gut in meinem Kopf. Ich glaube, dass ich nicht alleine bin. Es ist zu hell hier. Mach keinen Scheiß. Von dir Er habe ist ich der wohl. Auserwählte. Er ist es nicht. Seine Augen sind zu nah beieinander. Ach, schade. Von dem habe ich wohl diese doppelten Finsternis-Clown-Idee. Komm, erzähl mir was. Irgendwas. Wir arbeiten an einem Plan, hier als Pflaster getarnt wegzukommen. Ja, aber wir wissen noch nicht, ob wir das wirklich abziehen können. Vielen Dank. Hey, hey du. Wer, ich? Nicht du, Arschloch. Er, der mit den Haaren. Puh, und nochmal mit Adolf. Einfach voller cooles. Achtung, oder Dolfo. Raus! Schnell! Na, Dolfo, was geht ab? Sie denken also, sie hätten einen hohen Sieg errungen? Nun, zur Strafe für ihre Unverschämtheit haben wir beschlossen, elektronische Technopop-Musik in ihre Ärsche zu hämmern. Wie gefällt euch das, Schweinehunde? Oh, ich könnte den ganzen Tag mit ihm reden. Aber, ich muss weiter. Du bist zurück. Ja, so, soll ich nicht meine Medizin holen oder so? Jackie, Dr. James sucht dich. Er möchte mit dir sprechen. Ist schon okay. Du hast keinen Ärger. Geh einfach zu ihm in sein Büro. Frank. Es tut mir so leid wegen Eddie. Meinst du Edward? Er wartet da vorne bei Dr. James' Büro. Geh einfach zu ihm, okay? Lass dummes Zeug in deinen Kopf und alles ist durcheinander und seltsam und die Leute denken, du wärst verrückt. Hier drüben, Jackie. Dr. James wartet. Ja, gleich. Hey. Chief. Was zum... Dammit. Dr. James wartet. Aber du bist gestorben. Na, dann fühle ich mich jetzt auf jeden Fall besser. Komm schon rein und sprich mit Dr. James. Jimmy? Jackie, komm doch rein. Ich hatte schon gehofft, dich heute Morgen zu treffen. Setz dich. Ich will mich nicht setzen, Na gut, ich muss mich versetzen. Was geht hier ab? Jetzt weiß ich, dass das nicht real ist. Auf keinen Fall bist du Arzt. Das Pflegepersonal hat mir gesagt, dass du dir wieder Sorgen wegen deiner Medikamente machst. Verstehst du denn, warum du die Medikamente nehmen musst? Ich bin nicht verrückt. Das ist nur eine Illusion.
Wenn es eine Illusion wäre, könntest du sie verschwinden lassen. Aber das hatten wir ja schon. Du kannst sie nicht verschwinden lassen, weil es keine Illusion ist. Siehst du denn nicht, was passiert, Jimmy? Die Finsternis ist in unseren Köpfen. Meinst du die Stimme, die du hörst, Jackie? Die dich schlimme Dinge tun lässt? Klingt das denn einleuchtend für dich? Also, ich werde um diese Sache nicht länger herumreden. Dr. Vic und ich machen uns Sorgen, dass du einfach neue Regeln aufstellst. Mafia-Geschichten sind ja im Fernsehen schön und gut, aber nicht im echten Leben. Du bist nicht der Kopf einer Verbrecherfamilie. Du bist ein Patient in dieser Einrichtung. Und wir wollen dir helfen, wieder gesund zu werden. Mit diesem Ort stimmt etwas nicht. Warum werde ich hier festgehalten? Okay, Jackie, schön ruhig bleiben. Dr. James versucht nur, dir zu helfen. Eddie, was zur Hölle machst du da? Jackie, ich weiß, du bist wütend, aber bitte benutze jetzt mal deine ruhige Stimme. Ich möchte nicht mehr mit deiner Finsternisstimme sprechen. Also gut. Ich möchte mit Jenny reden. Natürlich, niemand hält dich davon ab. Edward, bring ihn zu Schwester Jenny. Komm schon, Jackie. Bleib ganz ruhig, Jackie. Ja, klar. Wenn du das sagst, Doktor. Shit. Jackie sollte lieber mal ein bisschen aufpassen, dass der hier jetzt nicht irgendwie gleich so eine Narkosespritze bekommt oder so. Besuchen wir Jenny, Jackie. Kommst du mit? Ja. Ich weiß, also ich habe die Comics ja nie gelesen oder kenne die wahre Geschichte von The Darkness, aber bisher gefällt mir diese Prämisse irgendwie, dass man in der Klapse ist und diese ganzen Geschichten aus den Comics hat und dann davon träumt. Oder vielleicht ist es doch eine Illusion. Ich bin so froh, dass du wieder deine Medikamente nimmst. Das ist wirklich ein gutes Zeichen. Dr. Vic hat mich nach deinen Fortschritten gefragt. Er macht sich große Sorgen um dich. Wir alle. Jenny, ich weiß nicht, was das für ein Ort ist, aber ich werde dich hier rausholen. Warum sollte ich hier rausholen, Jackie? Ich arbeite hier. Ich will dir helfen. Und nicht auch noch du. Nicht auch noch du! Was zur Hölle passiert hier? Beruhig dich. Bleib einfach ruhig, Jackie. Alles wird gut. Also, das letzte Mal, als wir miteinander geredet haben, hast du mir von deinen Wahnvorstellungen erzählt. Du meintest, du wärst der Kopf einer Gangsterfamilie und dass dein Haus von Leuten angegriffen wurde, die dir die Finsternis abnehmen wollten? Das war keine Wahnvorstellung. Das ist passiert, ich weiß es sicher. Ich weiß, es fühlt sich real an, Jackie, aber... Jenny, du musst mir zuhören. Ich glaube, das hier könnte die Hölle sein und du bist darin gefangen. Ich bin hier, um dich rauszuholen. Ich kann verstehen, dass es dir hier manchmal wie die Hölle vorkommt. Aber das ist nur ein Krankenhaus. Du musst mir vertrauen. Jeder hier will dir einfach nur helfen. Ich weiß nicht, warum das passiert, Jenny. Du warst tot. Ich habe dich sterben sehen. Darüber haben wir doch schon gesprochen. Weißt du noch? Wenn du deine Medikamente nicht nimmst, fällt es dir schwer, Realität und Einbildung auseinanderzuhalten. Du bekommst Albträume, wenn dein Serotonin verrückt spielt. Du erinnerst dich dann an Dinge, die niemals geschehen sind. Aber meine Familie, meine Freunde, die Finsternis. Das alles gibt es nicht wirklich. Ich erstelle mit Dr. Vic einen Plan. Wenn du dich richtig verhältst, können wir uns öfter sehen, okay? Jackie, ist alles okay? Ein Plan? Was? Jenny, du verstehst nicht. Du hast Probleme. Wir müssen hier raus. Sofort! Jackie, oh, nein! Oh, großer! Code Weiß! Langsam, Jackie! Lass mich los! Komm schon! Du warst schon so gut. Los jetzt! Langsam, langsam. Ganz ruhig, Jackie. Wir werden dir nichts tun. Halt ihn ruhig. Ich hab's gesagt. Johnny, Schluss damit! Geh! Schlafen! Schaff ihn da runter, bitte! Dammit! Komm zurück, Jackie! Oh mein Gott! Los zum Bunker! Sag Eva, ich komm später. Warum sagt er denn? Nein! Er rennt zur Tür! Nein! Jackie, komm zurück! Oh mein Gott! Da draußen ist nichts für dich! Ich will hier weg. Und warum denn Eva, Alter? Er ist so krank, der Typ.
Solange sich die Blutlinie fortsetzt, hat die Finsternis immer einen neuen Wirt. Meine Überraschung, als ich 5 wurde. Ich werde nachts wach und mein Vater, er sitzt an meinem Bett, beugt sich über mich, das Schlachtermesser in der Hand. Bin mir immer noch nicht sicher, ob der alte Spinner mich von meinem Leid erlösen oder verhindern wollte, dass jemand seinen Platz einnimmt. Mach, dass es aufhört, Jackie. Jackie, hey, ich glaub's nicht, du bist zurück. Du hast ja gesagt, die Finsternis lässt dich nicht sterben, habt ihr aber nie geglaubt. Hat 4 Tage gedauert, bis du nach dem Schuss ins Gesicht wieder ganz warst. Verlier meinen verfluchten Verstand. Hey, Jackie, ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll, aber die Beerdigung für deine Tante Sarah ist heute. Gott, verdammt! Verdammte Scheiße! Es ist meine Schuld. Meine Schuld, dass sie tot ist. Dieser Pisser Breck. Nachdem er dich erschossen hat, hat er... Jackie! Es tut mir so leid. Alles versinkt in Scheiße. Deine Jungs haben die Bruderschaft zurückgeschlagen, haben sie vertrieben. Aber du weißt, dass die nicht aufgeben, oder? Die Bruderschaft darf die Finsternis nicht bekommen, Jackie. Das wird nicht passieren. Die Finsternis. Die Finsternis hat Jenny. Sie will diese Bruderschaft Spritzer tot sehen und den Gral für sich haben. Oder sie hält sie für immer gefangen. Jackie, dieser Gral in den Händen der Finsternis, das ist nicht gut. Das Ding ist zu mächtig. Mit dem Gral könnten sie dich überwältigen und vollkommen übernehmen. Was habe ich für eine Wahl? Sie darf Jenny nichts antun. Jackie, was ist, wenn sie nicht einmal real ist? Die Finsternis spielt mit dir, lässt dich Dinge sehen. Nein, sie ist es. Das weiß ich. Ich fühle es. Also, was wirst du tun? Ich gehe zur Beerdigung meiner Tante. Und dann töte ich eine Menge Leute. Sei vorsichtig. Die Bruderschaft schreckt vor nichts zurück, um die Finsternis zu kriegen. Vor gar nichts. Dammit. Nachdenken, nachdenken, nachdenken. Verdammt, ich kann mich nicht konzentrieren. Wow, Sekunde mal, leg das hin. Und bei allem, was dir heilig ist, lass die Klinge nicht deine Haut berühren. Im Ernst, was zum Teufel machst du? Du kannst doch nicht rumrennen und einfach alles aufheben, was du findest. Naja, okay, doch. Das ist... Ja, okay. Oh, Mann. Aber als ich da rausgerannt bin, ne? Beziehungsweise Jackie. Grüß Eva von mir, oder was hat der Dolfo, beziehungsweise Adolf Hitler da gesagt? Alter, dieses Spiel. Oh Mann. Ich glaube, ich speichere jetzt erstmal, bevor es weitergeht. Das war ja jetzt ganz witzig in der Klapse. Mal gucken, ob ich da nochmal hinkomme. Na dann, bis zum nächsten Part.